Netanyahu lehnt eine Zwei-Staaten-Lösung vehement ab. Ein 22-Jähriger soll seinen Vater mit einem Messer getötet haben. Das Wochenende wird sonnig und kalt. Herzlich willkommen bei Aktuell am Abend am Freitag. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir beginnen mit dem Krieg im Nahen Osten. Israel setzt seine Angriffe auf den Gazastreifen fort. Laut Augenzeugen gab es unter anderem Luftangriffe auf die Stadt Khan Yunis im Süden. Nach palästinensischen Angaben hat es über 70 Tote gegeben. Israels Armee gibt bekannt, Dutzende Terroristen getötet zu haben. Ministerpräsident Benjamin Netanyahu betont einmal mehr, dass Israel auch nach dem Konflikt die Kontrolle über den Gazastreifen behalten will. Einer Zwei-Staaten-Lösung erteilt er erneut eine Absage. Die USA, engste Verbündete Israels, sehen das anders. Das Weiße Haus spricht von unterschiedlichen Sichtweisen zu diesem Thema. Und die EU nimmt jetzt mit einem neuen Sanktionsinstrument Mitglieder und Unterstützer der radikal-islamischen Hamas ins Visier. In einem ersten Schritt sind heute 6 Personen mit Strafmaßnahmen belegt worden, wie aus dem EU-Amtsblatt hervorgeht. Unter ihnen sind Geldgeber aus dem Sudan und Algerien sowie Männer, die an Geldwäsche- und Geldtransferaktivitäten zugunsten der Organisation beteiligt sein sollen. Damit nach Österreich. Hierzulande sinken die Asylzahlen, das zeigt die neue Statistik. Rund 60.000 Menschen haben im Vorjahr einen Antrag auf Asyl gestellt, eine Halbierung gegenüber dem Rekordjahr 2022. Der Trend hält schon einige Monate an und im Dezember waren die Antragszahlen mit 2.500 besonders gering. Die meisten Asylwerber kommen nach wie vor aus Syrien. 112.000 Asylwerber, das war der Höchstwert aus dem Jahr 2022. Vergangenes Jahr kamen nur halb so viele nach Österreich. Und wie schon seit Jahren ziehen die meisten weiter, bevor sie überhaupt einen Asylbescheid bekommen. In etwa 20.000 bleiben im Durchschnitt. Die meisten Asylwerber kamen wieder aus Syrien, aus Afghanistan und der Türkei. Um die Zahlen weiter zu senken, werde auf mehreren Ebenen angesetzt, so der Innenminister. So habe man im letzten Jahr über 700 Schlepper festgenommen, die ihr schmutziges Geschäft mit illegalen Grenzübertritten machen. Das ist wahrscheinlich die wichtigste Maßnahme. Aber wir haben auch die Verfahren deutlich beschleunigt. Österreich wurde insgesamt weniger attraktiv für Menschen, die hier illegal einreisen wollen. Vor allem will man durch Schnellverfahren Migranten aus Indien, Tunesien oder Bangladesch zeigen, dass ihre Ansuchen keine Aussicht auf Erfolg haben. So wurden vergangenes Jahr 8.400 negative Entscheidungen in höchstens 28 Tagen getroffen. Es gab 12.600 Abschiebebescheide, die Hälfte reiste freiwillig wieder aus. Claudia Tannhauser hat berichtet. Der Kampf um Frauenrechte ist auch ein Kampf um Demokratie. So sieht es die SPÖ, die heute im Parlament im Zuge des 10. Barbara-Brammer-Symposiums die Errungenschaften der Frauenpolitik ins Zentrum stellt, aber auch vor Rückschritten in diesem Bereich warnt. Das Lokal 2 im Parlament ist bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Interesse ist so groß, dass in einen zweiten Saal übertragen wird. SPÖ-Chef Babler zur Rolle der SPÖ. So wie wir es waren, die um Frauenrechte gekämpft haben in diesem Land, so sind wir jetzt die Organisation als Partei, die Frauenrechte verteidigt. In Österreich dürfe es Entwicklungen wie in Ungarn nicht geben. Wo wir sehen, dass gerade in der Familienpolitik extreme Rückschritte gemacht werden und Frauen zurück in das private Umfeld gedrängt werden und nicht mehr gleichberechtigt am Erwerbsleben auch teilhaben können. Wenn wir uns den Iran und Afghanistan hernehmen, dann hat es dort begonnen, Frauen aus der Bildung auszuschließen, Frauen aus dem Erwerbsleben auszuschließen. Fundamentalste Frauenrechte werden mit Füßen getreten. Die Errungenschaften des Feminismus seien unverzichtbar und müssten immer wieder verteidigt werden. Panik, Depressionen, Suizidgedanken. Was setzt uns so zu? Dieser Frage geht heute zur Sache nach. Rainer Reitzhammer begrüßt Expertinnen und Experten aus dem Bereich Gesundheit zum Gespräch um 20.15 Uhr hier in diesem Programm.
Der Signa-Konzern dürfte seine Konzernabschlüsse jahrelang systematisch spät vorgelegt und dabei auch Strafen in Kauf genommen haben. Genau diese Strafen will Justizministerin Alma Sadic von den Grünen jetzt erhöhen. Bis zu 5% des Jahresumsatzes sollen fällig werden, wenn eine Firma ihre Bilanzen absichtlich verspätet oder gar nicht vorgelegt hat und damit wichtige Zahlen verschleiert. Der Signa-Konzern, ein teils nur schwer zu durchschauendes Firmenkonstrukt. Über Jahre hinweg dürften Bilanzen zu spät oder überhaupt nicht beim Firmenbuch vorgelegt worden sein. Entsprechende Strafen soll das Management bewusst in Kauf genommen haben. Die Justizministerin plant jetzt Verschärfungen. So sollen Unternehmen, die ihre Bilanzen mehrfach nicht veröffentlichen, deutlich höhere Strafen zahlen müssen. Jemand, der sich beharrlich dieser Pflicht entzieht, da wird es auch möglich sein, dass das Gericht erstens von sich aus tätig werden kann und zweitens auch eine vom Umsatz abhängige Strafe verhängen kann. Mit dem Koalitionspartner ist der Vorstoß noch nicht abgestimmt. Der ÖVP-Generalsekretär wünscht sich ein Gesamtpaket, das, Zitat, Strafverschärfungen überall dort vorsehe, wo die Österreicherinnen und Österreicher hinters Licht geführt oder drangsaliert würden, sei es bei Bilanzverschleierungen oder Sabotageaktionen durch Klimakleber. Und im Signa-Imperium gibt es heute eine weitere Insolvenz. Betroffen ist der Elbtower in Hamburg, das wohl bekannteste Bauprojekt von René Benko. Laut der Stadt Hamburg hat die Elbtower-Projektgesellschaft am Vormittag einen Insolvenzantrag gestellt. Die Baustelle in Hamburg steht schon seit 3 Monaten still, weil die Bauunternehmen nicht mehr bezahlt wurden. Viele Beobachter fragen sich daher, warum der Insolvenzantrag nicht schon früher gestellt wurde. Der Elbtower gehört zur Signa Prime, in der René Benko seine wertvollsten Immobilien gebündelt hat, darunter auch das Goldene Quartier in Wien. Die Prime hat bereits Ende Dezember einen Insolvenzantrag gestellt. Die Kosten fürs Telefonieren sind nicht immer zu durchblicken und so geht die Arbeiterkammer nun gegen 3 große Mobilfunkanbieter vor und hat Klagen beim Handelsgericht eingebracht. Es geht um die sogenannte jährliche Servicepauschale. Aus Sicht der Konsumentenschützer sei diese intransparent und viel zu hoch und Kundinnen und Kunden könnten nun vielleicht sogar ihr Geld zurückbekommen. 3 Verbandsklagen hat die Arbeiterkammer diese Woche gegen die 3 großen Mobilfunkanbieter A1, Magenta und 3 eingebracht. Es geht um die jährliche Servicepauschale, die je nach Anbieter zwischen 25 und 35 Euro beträgt. Aus Sicht der AK sei nicht klar, wofür man hier bezahlt. Wir sehen auf der einen Seite eine Intransparenz, weil man nicht bei jeder Gebühr genau weiß, was tatsächlich an Leistung dahinter steht. Und zum anderen, dass sie einfach die Leistungen, die behauptet werden, dass damit abgedeckt sind, einfach von dieser Pauschale, dass die viel zu hoch ist. Seit mehr als 10 Jahren heben Anbieter diese Pauschale zusätzlich zum monatlichen Entgelt ein für alle möglichen Dienstleistungen, für den Tausch oder die Sperre der SIM-Karte. In einer Stellungnahme von A1 heißt es: Serviceentgelte sind seit 2012 ein fester Bestandteil am Telekommunikationsmarkt und wurden auch vom Regulator genehmigt. Kippt das Gericht diese Servicepauschale, könnten Handykunden Geld zurückbekommen. Den Mobilfunkanbietern drohen hohe Rückzahlungen. Die Rede ist von bis zu 500 Millionen Euro. Damit nach Oberösterreich. In Obernberg am Inn im Bezirk Ried soll heute Nacht ein 22-jähriger Mann seinen 59-jährigen Vater getötet haben. Der mehrfach vorbestrafte Sohn dürfte bei einem Streit plötzlich zu einem Messer gegriffen und auf seinen Vater eingestochen haben. Der Schwerverletzte flüchtet noch zu Nachbarn, für ihn kam aber jede Hilfe zu spät. Die Details des nächtlichen Geschehens sind noch unklar. Fest steht nur, dass Vater und Sohn in den frühen Morgenstunden gegen 3 Uhr in einen heftigen Streit geraten sind. Ende des Streits war, dass der Sohn den Vater durch mehrere Messerstiche in den Oberkörper und auch Rückenbereich getötet hat. Schwer verletzt flüchtet der Mann zu Nachbarn. Diese schlagen Alarm. Für den 59-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Er stirbt wenig später im Spital. Sein Sohn verschanzt sich im elterlichen Haus und kann nach 3 Stunden vom Beamten des Einsatzkommandos Cobra überwältigt werden. Er behauptet, sein Vater hätte auf ihn geschossen. Die im Haus gefundenen Spuren belegen zumindest, dass mit dem Gewehr des Vaters 2 Schüsse abgegeben wurden. Der 22-jährige Sohn hätte heute Nacht jedenfalls gar nicht hier sein dürfen. Nach einem Streit mit dem Vater vor 10 Tagen war von der Polizei gegen ihn ein Betretungsverbot ausgesprochen worden. Der Sohn ist uns strafrechtlich schon lange bekannt. Schon als Jugendlicher hat es die erste Verurteilung gegeben. Insgesamt gab es 5 Verurteilungen, 2 davon wegen schweren Raubes.
Der 22-Jährige konnte bisher nicht befragt werden. Er hat nach der Tat Psychopharmaka geschluckt und ist nicht einvernahmefähig. Seine Mutter, die zur Zeugin der Bluttat wurde, erlitt einen schweren Schock. Auch sie konnte bisher keine Angaben zu den Geschehnissen in der Nacht machen. Es ist wohl das Skisportereignis des Jahres in Österreich. In Kitzbühel findet zum 84. Mal das Hahnenkammrennen statt. Und das Rennwochenende hat heute mit einem 100stel-Krimi begonnen. Cyprien Sarrazin aus Frankreich gewinnt die erste Abfahrt vor dem Südtiroler Florian Schieder und Favorit Marco Odermatt. Die Österreicher fahren auch heute am Podest vorbei. Jubel in Blau-Weiß-Rot heute. Mit Cyprien Sarrazin gewinnt heute zum ersten Mal seit 1997 wieder ein Franzose eine Kitzbühel-Abfahrt. Der 29-Jährige wird nach Siegen in Bormio und Wengen seiner Mitfavoritenrolle gerecht. Sarrazin, der bis zur letzten Saison noch als Techniker im Skiweltcup unterwegs war, verweist den Südtiroler Florian Schieder um 0,05 Sekunden auf Platz 2. Favorit Marco Odermatt fährt im Abfahrtskrimi auf Platz 3. Ein Podestplatz, den sich das ÖSV-Team gewünscht hätte. Vincent Griechmeier rettet die rot-weiß-rote Ehre mit seinem 7. Platz. Die erste von 2 Abfahrten auf der Streif endet allerdings mit dem zweitschlechtesten Kitzbühel-Ergebnis aller Zeiten. Morgen gibt es dann die zweite Chance bei laut Prognosen strahlend schönem, aber eiskaltem Winterwetter. Und wie bereits gehört, gibt es am Wochenende perfektes Skiwetter. Heute Nacht klart es überall auf und es wird in allen Landesteilen frostig. Tiefstwerte bis minus 16 Grad sind zu erwarten, örtlich sind minus 20 Grad möglich. Morgen ist der Himmel über Österreich meist wolkenlos. Einzelne Nebelfelder lichten sich rasch. Die Temperaturen steigen auf minus 4 bis plus 4, maximal plus 6 Grad an. Kultur heute ist für Sie unterwegs. Wo? Das sagt Ihnen jetzt Patrick Zwerger. Ich melde mich heute mit einem Kultur heute Spezial aus Bad Ischl, wo morgen das Kulturhauptstadtjahr offiziell eröffnet wird. Wir sehen uns an, was heuer alles am Programm steht, und ich spreche mit Intendantin Elisabeth Schweger. Das und mehr ab 19.45 Uhr in Kultur heute. Und direkt im Anschluss sehen Sie Nachrichten in einfacher Sprache und schöne Geschichten aus den Bundesländern. In Österreich heute das Magazin. Wir freuen uns, wenn Sie dranbleiben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haben Sie ein schönes Wochenende.